Hallo und ein herzliches Willkommen hier vom Kanal zu No One Survived. Seid gegrüßt und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir sind wieder zurück an der Base. Müssten eigentlich das Auto leer machen. Ich würde aber jetzt ganz gerne gucken, dass wir Punkt 1 erst einmal. Ich hatte doch Silber eingeschmolzen, oder? Oder? Aluminium? Vertue ich mich jetzt da? Da Silberklumpen? 5? Hab ich nur so wenig eingeschmolzen? Schon fast gar nicht mehr glauben. Ja, packe ich den Kram jetzt erstmal eben rüber und dann schmeißen wir mal die Silberbarren an. So. Dann haben wir den Quatsch hier auch schon mal raus. Landwirtschaft hatte ich schon hochgeskillt eben, habe ich gelesen, habe mich dann hingelegt. So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall Silberbarren. Wie viele können wir denn machen? 3. Das ist jetzt nicht so viel. Das ist jetzt nicht so viel, ne? Der kann auch noch rüber. Hierfür brauchten wir jetzt noch Eisenbarren und 2 Silberbarren. Eisen sollten wir doch. Haben wir auch keins mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mal erstmal Eisenbarren. 2 Silberbarren, dann wird der fertig. Den kriegen wir auf jeden Fall fertig. Und für den brauchen wir noch die Stahlbarren 10 Stück. Gut. So, dann würde ich ganz gerne das Gewächshaus in Angriff nehmen. Dafür brauchen wir 5 Eisenbarren und den Bauplan. Gut, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir wieder keine Eisenbarren haben. Gewächshaus. Jetzt könnte ich natürlich mit... Den würde ich ganz gerne drin behalten. So, dann würde ich sagen, wir können davon noch ein und davon noch ein. Dann kann ich die zerlegen. Und dann sollten wir da ja auf jeden Fall schon mal Eisenbarren rauskriegen. Hoffe ich zumindest. Jawohl. Dann zerlegen wir den auch. Da gab es einen Stahlbarren, dann zerlegen wir den. So, dann würde ich mal eben ganz kurz hier ein paar Sachen auspacken gerne. Damit die auch schon mal wieder... ...weg sind. Schubst die Batterien jetzt mal hier rein, einfach so. So, Nähzeug hatte ich doch hier. Genau. So, Benzin packe ich auch mal eben mit dazu. Und dann packe ich eben die... Das Nähzeug kann auch noch rauskommen, dann haben wir es weg. So. Ja, so und... Dann müssen wir die Muni noch wegpacken. So. Gut, dann können wir uns noch die restlichen Sachen holen. Davon haben wir jetzt noch
4, nehmen wir einen davon, Messer will ich mal noch behalten. So, den können wir zerlegen, den können wir zerlegen. Zwei haben Messer aus Stahl, zerlegen wir definitiv nicht, das nehmen wir da mit. Eine Feueraxt können wir zerlegen und den Hammer können wir noch zerlegen, ne? So. Also, dann mal los. Weiter geht's. Jetzt hätten wir auf jeden Fall schon mal die zwei Stahlbarren. So, und den da auch noch. Und den da oben noch, ne? So, wundervoll. Kommt da auch ein Stahlbarren raus aus dem hier? Da kommt da Eisen raus. Da kam jetzt, glaube ich, gar nichts raus. Okay. Gut, wir wollten jetzt auf jeden Fall das Gewächshaus lernen. Und das tun wir dann auch mal. Und dann müssen wir das Gewächshaus müssen wir nach draußen stellen. Heißt, wir müssen... Ah, der braucht noch ein Fundament. Mhm, okay. Okay. Dann soll er ein Fundament bekommen. So. Oder vier, weil ich mach's mal vier, weil können wir noch einen abreißen. Ne? Ich würde es aber hier hinpacken, eigentlich ganz gerne. So. Top. Drei sollten so reichen. Ne? Mal eben gucken. So könnten wir es machen. So. Gut, für das Gewächshaus brauchen wir Planken, einfache Teile, Plastik, Gummi, Glas, empfindliche Teile und Werkzeugkästen. Glas könnte das Problem sein, ne? Von Glas haben wir nicht genug. So, der hier braucht jetzt noch drei Eisenbarren, empfindliche Teile und zwei Silberbarren. Silberbarren erledigt. Jetzt noch Eisenbarren, die kommen gleich da durch. Dann holen wir empfindliche Teile. So. So, da fehlen uns nur noch die drei Eisenbarren. Die müssen jetzt noch gut da durchlaufen. Ne? Silbererz. Ich hab doch. Manchmal verstehe ich das nicht. Ich hab doch. Okay, lassen wir das Silbererz auf jeden Fall auch durchlaufen. So, dann können wir da noch Silber herstellen. Wenn wir jetzt noch. Wie viel brauchen wir noch hierfür? Drei Stück bräuchten wir noch. Wo kriegen wir denn jetzt auf die Schnelle? Ganz schnell noch drei. Da, guck mal. Den können wir zerlegen, den. Den. Das sollten dann drei Stück sein eigentlich, ne? Dann hätten wir die auch.
So. Und den noch zählen. Gut, dann haben wir den auch. Dann hatten wir die Schmelze doch jetzt fertig. Wunderbar. Und hier haben wir jetzt Glas, Kalkstein, Stein und Lehm, Eisen, Aluminium, Kupfer. Haben wir Stahl noch nicht gelernt? Ne, tatsächlich. Stahlherstellung und ein Eisenbarren. Okay. Stahlherstellung und ein Eisenbarren. Stahlherstellung. Das ist Silber und das andere ist Stahl. Gucken, ob jetzt schon ein Eisenbarren da durch ist. Ja. Gut, bedeutet, jetzt können wir auch den Stahl lernen. So. Ein Eisenbarren. Metallurgiestufe 5. Sind wir da noch nicht auf 5? Ehrlich jetzt? Oh. Okay, das sollten wir noch ändern können. Metallurgie 5 haben wir das Buch. So. Okay, dann sind wir auf 5, ne? Dann sind wir mit Metallurgie 5, wunderbar. Das heißt, den können wir dann auch lernen. Perfekt. Dann können wir Stahl herstellen. Also, den muss ich erstmal hier verbinden mit dem Hauptmenü Stahlbarren. 3 Eisenbarren, 1 Aluminiumbarren. Okay, wir werden jetzt mal Alu hier rüberpacken und wir werden Eisen noch hier rüberpacken. Noch ein paar Eisenklumpen. Dann können wir den noch mal anfeuern, damit er da weiterläuft. Kalkstein brauchen wir. Und mal gucken, was haben wir denn hier? Haben wir auch noch ein bisschen Kalkstein. Wir haben noch ein bisschen Ton. Ich glaube, da drüben geht es schneller, ne? Dann nehmen wir die mal mit hier rüber. Schmeißen wir die doch jetzt mal an, eben. So. Mal gucken, wie viel das schneller geht hier. Oh, 3000 Watt braucht er. Heißt rein theoretisch, müsste den noch mit anschmeißen, ne? Das könnte jetzt ein Problem werden. Weil ich glaube, ich habe unser, ja, ein bisschen haben wir noch, okay. Was heißt Benzin? Jetzt wird es langsam eng mit Benzin hier. So, mal schauen, funktioniert er jetzt? Ja. Aber Kupfer will ich nicht, ich will Eisen herstellen. Achso, ich muss Eisenklumpen erst herstellen, so. So, mal gucken, wie schnell die gehen. Na, ist etwas schneller, ne? Nicht viel, aber etwas. Normale Steine brauche ich dann noch ein paar, die müssen da rein. Die können wir schon mal mitnehmen. So.
läuft der auf? Wie zieht der denn jetzt hier? Das hält sich in Grenzen, ne? Das hält sich in Grenzen, das ist okay. So, die würde ich mal rüberpacken, die auch. Da laufen jetzt die noch durch. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall dann als nächstes Stahl. Dann hätten wir den da dann auch fertig. Da fehlen uns noch 5. Was machen unsere Tierchen? Ah, guck mal, da haben wir schon Hühnchen, kleiner Hahn. Kleiner Eber. Essen ist noch genug drin, ne? Ja, ihr. Euch geht's gut, gell? So. Da hat man da Tierfutter drin. So, wie sieht's jetzt hier aus? Arbeitet der eventuell nur, wenn ich dran stehe? Geht der nur dann weiter? Nee. Produziert hier weiter. Er produziert da weiter, das ist schon mal gut. Wunderbar. Dann würde ich sagen, ich mache im Offscreen auf jeden Fall die Foundations fertig. Und wir kümmern uns dann in der Folge, hier muss ich eine Treppe dann noch hinbauen, in der Folge darum, das hätten wir ja alles. Also können wir machen 20 Planken, einfache Teile, Plastik, Gummi, Glas haben wir noch nicht, empfindliche Teile und Werkzeug. Kästen 10. Gummi, einfache Teile, empfindliche Teile, Gummi. So, aber ich habe da noch, da sind noch Werkzeugkästen. Das hätten wir doch noch mehr gebraucht, oder? Ach so, geht jetzt nicht, weil die da draufstehen. Ne? Vielen Dank auch. Okay. Dann, da kriege ich sie nicht rein. Da packen wir alles mal eben hier rein. So. Dann muss ich erst die Foundations fertig machen. Komm, die packen wir auch mal eben mit da rein. So. Gut. Hier dann noch, dann wollte ich hier Aluminium herstellen. Das heißt, ich muss nur Aluminium Gedriss haben hier. So. Aluminium stellen wir dann auch direkt her. Zack. Ja, direkt 2. So. Und dann können wir den ersten Stahl herstellen. Das ist schon mal perfekt. So, sonst hätten wir hier alles, ne? Gut, dann würde ich sagen, ich werde mich jetzt im Offscreener dran machen, hinten Bäume zu fällen. Da liegen auch noch Stämme, die werde ich dann abholen. Die Foundations fertig zu machen. Wir fangen dann in der nächsten Folge an, das Gewächshaus soweit fertig zu stellen. Ob wir es fertig kriegen, ist halt jetzt die Frage, weil wir brauchen Glas dafür. Und da müssten wir dann in der nächsten Folge, denke ich mal, noch ein bisschen Kalkstein organisieren, ein bisschen Ton organisieren und die dann durchlaufen lassen. Weil hier brauchen wir ja 4 Kalkstein, 2 Stein, 1 Lehm, also einnehmen. Das heißt, wir kriegen dann nur 7 Stück. Und ich habe aber auch kein Lehm mehr, ne? Oder war hier noch Lehm mit drin? Ich glaube nicht mehr, ne? Ja, 5 nochmal. Ist jetzt aber auch nicht die Welt. 5, das heißt, wir müssen auf jeden Fall Lehm organisieren. Da kommen wir nicht rum. So. Na,
hier ist kein Lehm mehr. Genau. Und da war auch kein Lehm mehr. Ne, ne, da haben wir eine fertige Ziegel. Okay. Dann kann ich aber hier auf jeden Fall den Quatsch durchlaufen lassen schon mal. Und dann können wir auch die Eisenklumpen durchlaufen lassen. So. Kann ja in Ruhe dann durchbrennen. Hier packe ich noch mal ein bisschen was rein. So. Dann können die auch durchbrennen. Die können nicht eigentlich mit rüber packen und können drüben Klumpen rausmachen. Ne? So. So. Wundervoll. Dann hätten wir das auch. So, hier kommt jetzt dann der erste Aluminiumbarren. Und wenn die fertig sind, können wir dann auch erstmal direkt. Ja gut, da fehlt uns das Eisenbarren und die Dinge ist okay. Das heißt, wir müssen danach erstmal Eisenbarren herstellen. So. Wir brauchen dazu noch immer noch Eisenklumpen. Da müssen wir aber noch welche haben. Ne? Eisenklumpen sind noch hier. So. So. So, und dann können wir nämlich nochmal neuen herstellen und erfuhren, dann können wir Stahl herstellen. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, wir machen hier Schluss für heute, sehen uns in der nächsten Folge, organisieren uns dann auf jeden Fall Lehm-Kalkstein und werden zusehen, ob wir unser Gewächshaus fertig kriegen. Ich wünsche euch auf jeden Fall wie immer einen schönen Tag, schönen Abend, einen schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr die Folge gesehen habt, bleibt mir gesund und gewogen. Euer Dexter, bye bye.